Moin, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu weiterem Video hier auf Dinkelberg. Und wir schauen uns heute ein Video an, was ich sehr, sehr interessant finde. Und zwar jeden Tag um 4 Uhr aufstehen und das passiert. Viele von euch kennen ja ein bisschen meinen Grind so. Ich stehe auch immer sehr früh auf. Ich streame ja auch immer sehr, sehr früh um 7 Uhr morgens. Das Wars- und Frühstücksfernsehen. Muah. Schakuzel. Und deswegen dachte ich mir, das ist bestimmt relativ interessant, mal abzuchecken, wie es ist, wenn man noch früher aufsteht. Ich stehe meistens zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr auf, beziehungsweise zwischen 5 und 6. Deswegen bin ich mal gespannt, was das für ihn bei, also was das für Auswirkungen bei ihm haben wird. Ich werde hin und wieder vielleicht noch ein bisschen reingrätschen und noch was erzählen, denn ich habe auch schon mal diesen polyphasischen Schlaf gemacht. In meiner Klausurenphase, wo man nicht eine lange Schlafzyklen hat, sondern mehrere kürzere. Und da bin ich natürlich dann auch teilweise um 3 Uhr, 4 Uhr nachts aufgestanden. Das habe ich so 2 Wochen gemacht, um das alles zu managen. War sehr interessant, kann ich vielleicht nochmal ein längeres Video irgendwann zu machen. Das ist jetzt aber nicht das Thema. Wir schauen uns jetzt den Kollegen hier an. Let's go. Steht ihr jeden? Lasst gerne eine positive Wertung, ein Abo da. Jeden Tag 18 Uhr kommt hier eine neue Reaction online. Würde mich auf jeden Fall freuen. Let's go. Morgen auf. Um 6, um 7 und am Wochenende um 9. Ich frage mich, was passiert, wenn ich mich zwinge, 30 Tage lang jeden... Boah, 30 Tage ist krank. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wann ihr immer aufsteht. Also bei mir ist, wie gesagt, zwischen 5 und 6. Meistens Punkt 5.30 Uhr geht der Wecker. Morgen früh um 4 aufzustehen. Aber nicht nur das. Ich will einen Schlafrhythmus ausprobieren, bei dem ich meinen Schlaf in 2 Phasen aufteile und somit 2 Stunden weniger Schlaf genauso ausgeruht sein soll. Das wird zumindest versprochen. Wie schwer wird es, so zeitig aufzustehen? Wie müde werde ich sein? Und was kann ich alles schaffen, wenn ich mehrere Stunden am Tag zusätzlich habe? Ich bin Will und das will ich in einem 30-Tage-Experiment herausfinden. Schau das Video. Das hat sich schon nach diesem polyphasischen Schlaf angehört. Auf jeden Fall bis zum Schluss. Am Ende kommen noch wichtige Hinweise, die ihr nicht verpassen solltet. Geil gemacht. Ihr fragt euch jetzt bestimmt auch, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Die meisten von uns, mich eingeschlossen, schlafen wahrscheinlich jede Nacht so um die 8 Stunden am Stück. Gut, Studenten jetzt eher so 10 Stunden, aber wir schlafen zumindest... Ja, okay, chill. ...alle in der Regel nur einmal am Tag. Dieses monophasische Schlafmuster haben wir aber nicht schon immer. Vor der Industrialisierung zum Beispiel war es üblich, 2-mal am Tag zu schlafen. Und Neugeborene schlafen sogar bis zu 8-mal am Tag. Nach so einem polyphasischen Schlafmuster haben aber auch berühmte Persönlichkeiten wie zum Beispiel Leonardo da Vinci gelebt. Ihm wird nachgesagt, dass er mit nur 1,5 Stunden Schlaf am Tag ausgekommen ist. Dazu hat er seinen gesamten Schlaf in Powernaps von 15 Minuten für alle 4 Stunden aufgeteilt und dadurch konnte er 20 Jahre zusätzliche Lebenszeit gewinnen. Ich glaube, so viel zusätzliche Zeit könnte wirklich jeder gebrauchen. Und eigentlich wollte ich auch erst das Schlafmuster ausprobieren, aber für die meisten von uns wäre das wahrscheinlich sowieso nicht umsetzbar, einfach weil es unmöglich macht, seinen Job auszuüben oder dem gesellschaftlichen Leben nachzugehen. Ja, ja. Und auch Ärzte raten davon ab. Aber das wäre immer mega interessant. Sowas zu machen. Es gibt aber noch ein anderes Schlafmuster, was wahrscheinlich für die meisten von uns ziemlich einfach umsetzbar ist. Und dazu muss man nicht auf die Hauptschlafphase verzichten und hat trotzdem 2 Stunden am Tag zusätzlich. Ihr könnt dazu mal eure Großeltern fragen, denn mit einer hohen Wahrscheinlichkeit leben die schon nach dem Schlafrhythmus. Beim biphasischen Schlaf schläft man nachts nicht mehr 8 Stunden, sondern nur noch 6 Stunden am Stück und macht dafür am Tag noch so einen 20-Minuten-Nap. Und danach soll man sich genauso erholt wie nach 8 Stunden Schlaf fühlen. Ich will das Schlaf... Lustig, das mache ich tatsächlich. Also... Ich gehe eigentlich nie vor 12 ins Bett und ihr habt ja gerade gehört, wann ich aufstehe. Und ich mache fast in 90%, also oder fast, sagen wir, von 7 Tagen, wo ich dann streame, mache ich dann an 5 Tagen einen Mittagsschlaf, eine halbe Stunde circa. Schlafmuster. Dann mache ich genau das, was er macht. Aber dann ist er ja voll früh ins Bett gegangen. Ausprobieren und werde versuchen, meinen Körper in den nächsten 30 Tagen an den neuen Rhythmus zu gewöhnen. Ich werde das Experiment aber nicht alleine machen. Nein, meine Freundin macht nicht mit, aber dafür... Oh, da will jemand rein. Aber dafür die hier. Am ersten Tag früh um 4 aufzustehen war echt belastend. Also echt meinen größten Respekt an all die Schichtarbeiter da draußen. Ich musste mir erstmal einen Kaffee machen, sonst wäre ich wahrscheinlich direkt wieder weggepennt. Guten Morgen, wir haben es jetzt kurz nach um 4. Ich bin noch mega müde. Es fühlt sich so an, als wäre es mitten in der Nacht. Okay, eigentlich ist es mitten in der Nacht. Ich werde jetzt meinen Kaffee trinken und ein bisschen Sport machen und hoffe, dass ich danach ein Stück... Gar nicht, ne? Müde Sport machen. Macher bin. Nach so 30 Minuten bin ich dann so langsam in die Gänge gekommen und dann ging es eigentlich auch schon direkt los. Ich bin ja gerade in dem 100-Tage-Sport-Experiment. Das heißt, es kam für mich erstmal so halb in der Nacht ein einstündiges Sascha Huber-Workout auf mich zu. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie fertig ich danach war. Sport am Morgen ist für viele wahrscheinlich ein Albtraum, aber mir persönlich hilft es total, in den Tag zu starten. Ich bin danach einfach so energiegeladen und habe einfach das Gefühl, schon was am Tag geschafft zu haben. Und ja, fühle den Punkt, aber beim, also... Ich weiß nicht, ich finde Sport abends viel, viel geiler, so zum Abschluss irgendwie. Vor allem bin ich danach wach.
Naja, das dachte ich zumindest. Ich habe mich zum Meditieren hingesetzt, aber bin mehrmals fast eingeschlafen. Ich musste das dann abbrechen und habe erstmal mit der Arbeit begonnen. Es ist jetzt kurz nach um 5, ich bin jetzt fertig mit dem Sport, habe schon geduscht und kann jetzt also an die Arbeit gehen. Man hat also schon einen ganz guten Zeitgewinn. Und so sind dann erstmal so 2 bis 3 Stunden vergangen, bis meine Freundin wach war und wir gemeinsam gefrühstückt haben. Und in der Zeit hatte ich mehr geschafft als manchmal an einem ganzen Vormittag. Allgemein hat sich der Vormittag unglaublich lang angefühlt und ich habe auch echt einiges geschafft. Und nachdem ich was im Magen hatte, war ich auch nicht mehr so übermüdet wie am Anfang und konnte mich irgendwie besser konzentrieren. Aber dann kam der Mittag und normalerweise, wenn ich so ein richtig kräftiges Mittagessen zu mir nehme, habe ich danach einfach so eine richtige Tiefphase und komme manchmal für Stunden nicht von der Couch hoch. Anstatt mich also aufs Sofa zu setzen und an mein Smartphone zu gehen, habe ich mich ins Bett gelegt und wollte meinen Powernap machen. Und obwohl ich 2 Stunden weniger Schlaf hatte, konnte ich einfach nicht einschlafen. Mir gingen so viele Gedanken durch den Kopf und ich lag einfach die ganze Zeit wach. Ich habe dann... Das ist am Anfang immer so. Also Powernaps muss man auch lernen. Vor allem muss man lernen, nicht liegen zu bleiben. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Bleib bloß nicht liegen. Ein paar Tage gebraucht, bis ich erstmal gemerkt habe, woran das liegt. Ich habe dann mal entschieden, auf den Kaffee zu verzichten und Überraschung, ich konnte mittags ohne Probleme einschlafen. Das heißt, für das restliche Experiment musste ich ohne den Kaffee auskommen. Ich habe den Wecker immer auf 25 Minuten gestellt. So hatte ich noch 5 Minuten zum Einschlafen und dann 20 Minuten für den Powernap. Am Anfang habe ich zwar ein bisschen länger gebraucht und hatte dann meistens nur so 15 oder 10 Minuten Schlaf, aber mit der Zeit ist das immer kürzer geworden und am Ende bin ich in nur 3 Minuten oder so weggepennt. By the way, falls ihr neu auf dem Kanal seid und euch solche Selbstexperimente gefallen, dann lasst doch gerne ein Abo da und läutet die Glocke. Als dann der Wecker geklingelt hat, war ich danach noch müder als davor. Ja, perfekt. Und ich hatte irgendwie keine Energie mehr und konnte mich kaum noch dazu motivieren, weiterzuarbeiten. Gegen 17 Uhr war ich so ausgelaugt, dass ich es einfach sein lassen habe und stattdessen ein bisschen Gitarre geübt habe. Am Ende des Tages bin ich ziemlich schnell eingeschlafen, einfach weil mir der Schlaf gefehlt hat. Es ist aber ganz normal, dass man am Anfang so übermüdet ist. Erst nach so 1 bis 2 Wochen soll der Körper sich daran gewöhnen und dann soll man genauso ausgeschlafen und fit sein wie nach 8 Stunden Schlaf. Aber wie kann das eigentlich sein? Schlaf ist ja nicht gleich Schlaf. Der normale 8 Stunden Nachtschlaf besteht aus 5 Schlaf... REM-Phase, Tiefschlafphase und Wachphase oder so? Also REM ist auf jeden Fall wo man am aktivsten träumt, glaube ich, wo man psychische Sachen verarbeitet. Und Tiefschlafphase ist quasi, dann kann sich da erholt sich dann dein Körper. In der REM-Phase zuckt man auch so, glaube ich. Irgendwie Schlafphasen, die jeweils ca. 90 Minuten dauern. Und am Ende jeder Schlafphase geht man in die sogenannte REM-Phase über. Das ist der Schlaf, der besonders für die geistige Erholung wichtig ist. Beim Polyphase psychisch war richtig, ne? Im Schlaf werden diese Schlafphasen über den Tag verteilt und man versucht den Körper so umzugewöhnen, dass man während den Powernaps dauerhaft im wichtigen REM-Schlaf ist. Und so soll es möglich sein, mit weniger Schlaf genauso erholt zu sein. So viel zumindest zur Theorie. Aber in den ersten Wochen habe ich davon noch nicht viel gemerkt. Ich war immer kurz nach dem Aufstehen und auch am Ende des Tages einfach ziemlich durch und total übermüdet. Ich fand es echt schwer, jeden Morgen aus dem Bett zu kommen und wärst du müde, wenn ich mir das angucke? Und dann auch wirklich wach zu bleiben. Das Problem war halt auch, dass ich nicht mein Handy als Wecker benutzen konnte, weil sonst meine Freundin aufgewacht wäre. Also habe ich dafür ein Fitnessarmband benutzt. Mhm. Aber das konnte ich halt auch vom Bett aus schalten und dadurch habe ich wieder mit Snoosen begonnen. Noch kurz liegen zu bleiben um die Uhrzeit ist aber keine gute Idee. Ich bin teilweise eingeschlafen und bin dann erst 30 Minuten später wirklich aufgestanden. Ich musste das schnell wieder aufgeben und habe mir angewöhnt, wirklich immer direkt aufzustehen, nachdem das Band vibriert hat. Aber die Herausforderung war halt nicht nur jeden Tag früh um 4 aufzustehen, sondern immer auch rechtzeitig ins Bett zu kommen. Und das hieß halt auch, dass ich nur bis 22 Uhr mit meinen Freunden Gothic Phone spielen konnte und dann auch als einziger, wenn alle anderen noch spielen, offline gehen musste. Das hat mich in dem Moment natürlich auch gestört, aber nur so bin ich eben nicht aus dem Rhythmus gekommen und konnte am nächsten Tag wieder früh um 4 aufstehen. Ja, es ist halt, ich meine, er hätte es auch von 12 bis 6 machen können, so, ne? Ich finde irgendwie von 10 bis 4 ist irgendwie ein bisschen albern, weil das ja auch voll realitätsfern ist. Er hat ja am Anfang gesagt, dass er es eigentlich realitätsnah machen möchte. Aber das ist ja irgendwie, oder? Ich weiß nicht. Also natürlich, obvious, jeden Tag um 4 Uhr aufstehen ist ein geilerer Titel als jeden Tag um 6 Uhr aufstehen. Als YouTuber verstehe ich das natürlich. Ich hätte irgendwie, ich bin mir ein bisschen unsicher irgendwie. Und an meinen Zielen arbeiten. Es geht doch niemand um 10 Uhr ins Bett normalerweise, oder? Oder? Ich habe auch versucht, so eine kleine Abendroutine zu entwickeln und zum Beispiel 1 Stunde vom Schlafen gehen, alle Bildschirme auszuschalten, ein bisschen was zu lesen oder zu meditieren und einfach mal abzuschalten. Aber auch das habe ich nicht immer durchgezogen. Was ich aber wirklich die ganze Zeit konsequent weitergemacht habe, ist jeden Tag zur selben Zeit ins Bett zu gehen und zur selben Zeit aufzustehen. Und das ist auch extrem wichtig, damit der Körper sich an den Rhythmus gewöhnen kann. Also ich muss sagen, ich bin zwar immer noch so ein bisschen müde am Morgen, aber ich finde, das lohnt sich trotzdem, weil man einfach viel mehr Zeit hat
und auch irgendwie sich nicht so schnell ablenken lässt wie sonst, weil halt einfach noch nicht so viele Leute online sind und alles draußen noch so ruhig ist. Und dadurch kann man sich irgendwie sehr gut auf das konzentrieren, was man machen will. Bei mir hat es bestimmt so 2,5 Wochen gedauert. Morgens bin ich auch, ich stehe auch richtig gerne so früh auf, weil genau das, was er gesagt hat, ist so nice. Du bist irgendwie so fokussiert und irgendwie sind auch alle am Pennen. Du hast diesen Hustler, dieses Hustler-Feeling irgendwie. Bis ich so richtig drin war. Und dann hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass ich genauso fit und ausgeschlafen wie sonst bin. Auch der Mittagsschlaf fiel mir deutlich einfacher und ich bin einfach viel schneller eingeschlafen. Auch da habe ich versucht, immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen. Aber das war für mich eine Sache der Unmöglichkeit. Ich habe das immer mal so 30 Minuten nach hinten verschoben, einfach weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Ich komme heute nicht pünktlich 13 Uhr ins Bett, es kam einfach noch was dazwischen. Und ich merke schon richtig, dass ich jetzt so einen Mittagsdown habe und jetzt dringend meinen Mittagsschlaf brauche. Ich muss sagen, dass mir auch echt ein bisschen schwerfällt, nach den 20, 30 Minuten Mittagsschlaf dann noch wirklich aufzustehen und eben nicht weiter liegen zu bleiben, weil irgendwie ist man halt so müde. Das ist dann nämlich der Nachteil. Und ich habe das Gefühl, dass man sich da auch nicht so ganz dran gewöhnt, weil irgendwie hast du dann ja auch zweimal am Tag die Wichse mit dem Aufstehen. So, also, ich weiß nicht, ob das unbedingt besser ist. Und würde am liebsten einfach weiter schlafen. Nach dem Powernap habe ich mich fast genauso erholt gefühlt wie am Morgen nach dem Aufstehen. Und das, obwohl ich ja nur 20 Minuten geschlafen habe. Die einzigen Unterschiede, die mir so im Vergleich zum Nachtschlaf aufgefallen sind, sind, dass einerseits mein Kopf nach dem Wachwerden ziemlich warm ist, andererseits, dass ich ziemlich detaillierte Träume habe, beziehungsweise mich auch an die erinnern kann. Und das habe ich beim Nachtschlaf halt so überhaupt nicht. Nach dem Powernap habe ich mich fast genauso erholt gefühlt wie am Morgen nach dem Aufstehen. Ich hatte einfach viel mehr Energie als vor dem Nap und so kam ich jeden Tag auf fast 2 Stunden Zeitgewinn. Aber gerade hat er ja gesagt, dass er sich nicht gut fühlt, sondern dass er mega müde ist. Klingt vielleicht noch nicht so viel, aber das ist noch viel mehr, als ihr denkt. Der Vormittag war mit Abstand die produktivste Zeit des Tages. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man früh um 4 anfängt und bis mittags um 12 arbeitet, noch eine Stunde für Frühstück und Pausen abzieht, dann kommt man auf 7 Stunden Arbeitszeit. Das ist fast ein gesamter Arbeitstag von einigen. Und so habe ich locker 10 bis 12 Stunden Arbeitszeit geschafft und hatte extra noch Zeit, um meinen anderen Hobbys nachzugehen. Ja, Klausurenphase, ne? Das klingt jetzt vielleicht erstmal danach, dass ich ein Workaholic bin, aber für mich ist Arbeit halt nichts Negatives. Mein Hobby ist mein Beruf und ich liebe es einfach, diese Videos zu produzieren. Durch die gewonnene Zeit habe ich mir aber auch weniger Stress gemacht und konnte mehr Zeit mit den Menschen und Katzen verbringen, die mir wichtig sind. Ich muss sagen, ich denke ernsthaft darüber nach, den Rhythmus beizubehalten, einfach weil ich... Macht man nicht. Vielleicht macht er von 12 bis 6. Ich finde es von 12 bis 6 eigentlich auch völlig normal. Also es ist lustig, dass ich eigentlich schon Ewigkeiten genau den Schlafrhythmus mache, nur dass ich nicht um 4 aufstehe, weil das ist halt... Warum sollte man um 4 aufstehen? Ich dadurch irgendwie meine Energie so gut über den Tag verteilen kann. Bevor ihr jetzt aber denkt, das will ich auch ausprobieren, solltet ihr noch eine Sache hören. Ich habe auch mal meine Schlafphasen gemessen und da bin ich beim Tiefschlaf durchschnittlich auf 2 Stunden Schlaf pro Nacht gekommen. Und das ist an sich ein sehr guter Wert und kommt ungefähr an das ran, was man normalerweise bei 8 Stunden Schlaf hat und zeigt halt auch, dass mein Körper sich gut erholt hat. Aber dafür ist natürlich auch mein Leichtschlaf kürzer geworden, irgendwohin muss die Zeit ja gehen. Der ist zwar für die Erholung des Körpers nicht so wichtig, aber dafür fürs Lernen und Festigen von Wissen und deshalb sollte der auch auf Dauer nicht zu kurz sein. Ich habe mich zwar erholt gefühlt, weil ich genügend Tief- und REM-Schlaf hatte, aber auf Dauer kann sich das trotzdem negativ auf die Lernfähigkeiten auswirken. Jeder braucht natürlich unterschiedlich viel Schlaf. Ja gut, ne? Also doch keine Empfehlung. Ich habe es halt nur gemacht, weil ich einfach keine andere Wahl hatte. Bei mir war es so, ganz kurz zur Erklärung, ich habe 4 Stunden in der Nacht geschlafen, von 12 bis 4 und habe dann alle 6 Stunden eine halbe Stunde Mittagsschlaf gemacht. Das hängt vom Alter, dem biologischen Geschlecht und den Genen ab. Aber allgemein gilt, dass man auf keinen Fall dauerhaft weniger als 6 Stunden oder mehr als 8 Stunden Schlaf haben sollte. Die empfohlene Schlafdauer liegt bei 7 Stunden pro Nacht. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass das Risiko zu sterben steigt, wenn man mehr als 7 Stunden pro Nacht schläft. Weniger als 6 sollte man aber auch vermeiden. Ich werde in Zukunft vermutlich nachts so 6,5 Stunden anpeilen und dann am Tag noch einen 20-Minuten-Nap machen. Das werde ich mal eine Weile lang ausprobieren und schauen, wie ich damit zurechtkomme. Falls ihr Lust auf ein Video zum Klarträumen habt oder auch zu einem anderen Selbstexperiment, dann schreibt mir gerne mal eure Vorschläge auf Instagram oder unserem Discord-Server. Ich mag Selbstexperimente, vor allem wenn sie viel mit Drogen zu tun haben. Spaß. Ja, Leute, schaut im Video, in der Videobeschreibung vorbei, da ist das Video verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.